Du verfolgst die Palantir-Aktie und fragst dich jetzt, was als nächstes passieren wird, vor allem weil wir ja bei der Palantir-Aktie am 8. August 2022 die Quartalszahlen sehen werden. Das heißt, Palantir wird jetzt die Earnings veröffentlichen und man muss ganz klar sagen, in der Vergangenheit war das für die Palantir-Aktie, also für den Kurs der Aktie, immer extrem negativ, denn von 7 Mal hat die Aktie tatsächlich erst nur 2 Mal geschafft, sich positiv danach zu entwickeln. Die anderen 5 Male ist die Aktie abgestürzt. Dazu gibt es natürlich auch Gründe, die werden wir auch heute ganz kurz einfach mal anschneiden, damit du auch weißt, worauf du dich einstellen kannst. Verschwenden wir also keine Zeit und starten auch schon direkt damit, das Video nicht zu lange wird. Wenn wir uns den Chart der Palantir-Aktie anschauen, dann sehen wir hier eine sehr, sehr schöne Rallye in den letzten Wochen. Insgesamt hat man hier, wenn man jetzt wirklich im Bottom eingestiegen ist, knapp 80% mitnehmen können, was natürlich extrem cool ist. Ich hatte das ja auch schon in vielen meiner Videos angesprochen, zum Beispiel hier diesen Spot, dass man hier zum Beispiel einen Trade hätte eröffnen können, dann hätte man auch noch einiges an Rendite mitnehmen können. Man muss aber ganz klar sagen, wenn man jetzt in die Geschichte reingeht von Palantir, dann müssen einem eigentlich die Earnings hier, die jetzt bevorstehen am Montag, also am 8. August 2022, ein bisschen Angst machen, denn historisch gesehen fällt die Aktie jedes Mal nach den Earnings. Und das hat auch definitiv einen ganz bestimmten Grund, denn bisher war das immer so, dass Palantir quasi in all den letzten Quartalen jedes Mal die EPS verfehlt hat, beziehungsweise halt eben den Gewinn pro Aktie, der wurde nicht so erwirtschaftet, wie die Analysten das Ganze erwartet haben. Die machen ja immer eine Analyse, sagen dann so, ein gewisser Gewinn pro Aktie wird erwartet. Palantir hat das jedes Mal verkackt, muss man einfach ganz klar sagen. Warum? Weil eben die Aktionäre verwässert wurden. Das heißt, immer mehr Aktien wurden rausgegeben, Aktienpakete an Mitarbeiter, was im ersten Schritt zwar schlau ist, um die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, im zweiten Schritt aber kurzfristig natürlich für den Aktienkurs sehr negativ ist, wenn man aufgrund dessen halt den Gewinn pro Aktie nicht so erzielt, wie die Analysten das vorhersagen. Man kann sich das Ganze auch sehr einfach bildlich vorstellen, indem man annimmt, dass der Gewinn von dieser Aktie ein Kuchen ist und wenn man den erstmal aufsplittet, zum Beispiel in halbe-halbe, also ich und du machen halbe-halbe, dann haben wir jeder einen halben Kuchen. Wenn man jetzt aber noch andere Leute mit dazu nimmt, der Kuchen bleibt aber von der Größe ja der gleiche, dann muss man diesen Kuchen in etwas kleinere Stückchen reinschneiden und jeder hat halt am Ende des Tages einen kleineren Kuchen. Genauso funktioniert das auch mit den Gewinnen pro Aktie. Das heißt, wenn andere Aktienpakete noch rausgegeben werden, um zum Beispiel neue Mitarbeiter, da werden wir auch drüber sprechen, anzuwerben oder auch ältere Mitarbeiter, die halt schon im Unternehmen dabei sind, dann an das Unternehmen zu binden, dann wird das halt den Gewinn pro Aktie schmälern. Und genau das hat Palantir in letzter Zeit gemacht. Dementsprechend wurden halt eben diese Ziele von den Analysten nicht erwartet, auch wenn da ein super Umsatzwachstum vorhanden ist. Das reicht aber leider nicht aus, um den Aktienkurs stabil zu halten. Trotzdem haben wir jetzt in letzter Zeit gesehen, dass wir eine sehr, sehr starke Rallye hatten, wie ich das vorher angesprochen habe. Die Frage ist aber jetzt, okay, wenn wir jetzt wirklich nochmal die Earnings sehen werden, jetzt am kommenden Montag, was passiert danach? Ich muss als ganz klares Zeichen sagen, vorher weiß man das ja eh sowieso nie so genau, was da eben kommt. Aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, wenn man das so historisch betrachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Kurs dann abgestraft wird und hier erstmal wieder nach unten geht. Vor allem, weil es jetzt hier für diese Rallye keine richtigen Gründe gibt. Zumindest sind mir keine bekannt. Ihr könnt es aber gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn euch etwas einfällt. Und was natürlich auch sehr eindeutig ist, wir haben jetzt hier eine Rallye kurz vor den Earnings und zusätzlich befindet sich die Palantir-Aktie auch noch beim RSI-Indikator im Überverkaufbereich. Das heißt, die Palantir-Aktie ist langsam aber sicher dafür bereit, einen kleinen Dip zu sehen. Das heißt, dass wir hier wirklich wieder nach unten fallen. Wie tief wir nach unten fallen werden, hängt natürlich auch ein bisschen von den Zahlen ab und die werden wir ja morgen sehen. An der Stelle möchte ich noch einmal dieses Thema aufgreifen mit den neuen Mitarbeitern, denn Palantir hat ja auch am Anfang des Jahres, ungefähr im März war das, nochmal kurz gesagt, dass die versuchen, noch neue Mitarbeiter an Land zu ziehen. Vor allem in Europa schauen die sich halt eben um. Und jetzt haben die es auch wirklich gemacht. Palantir hat um ungefähr 25% die Mitarbeiteranzahl nach oben gestreckt, also wirklich neue Mitarbeiter dazugeholt, was derzeit sogar sehr, sehr krass ist, weil wir ja eigentlich sehen, dass derzeit die meisten Unternehmen die Mitarbeiterzahl nach unten korrigieren. Viele Leute haben einfach Angst, also viele Unternehmen wissen halt nicht so genau, okay, wie wird das Ganze sich auf deren Zahlen auswirken, denken halt auch vor allem kurzfristig, denken halt auch an die Kosten der Inflation und so weiter und so fort, versuchen dementsprechend so ein bisschen die Mitarbeiterzahl nach unten zu canceln oder halt eben zu reduzieren. Palantir geht hier einen ganz anderen Weg, was meiner Meinung nach auch im ersten Schritt, vor allem wenn wir über die Mitarbeiter gleich reden, positiv ist, denn Palantir versucht das Ganze aufzustocken, versucht halt noch mehr Kraft zu holen, versucht hier Fachkräfte reinzuholen
um die einzelnen Produkte halt eben noch zu verbessern. Es gibt so ein paar Spekulationen, dass die auch noch vielleicht ein anderes Produkt nochmal an den Markt bringen. Das ist aber wirklich nur reine Spekulation. Die haben ja schon gute Produkte, aber werden wir halt alles noch sehen. Man muss an der Stelle auch ganz klar sagen, Palantir hat jetzt hier keine Verkäufer, also keine Vertriebler in das Unternehmen reingeholt, sondern halt wirklich Spezialisten, Software-Spezialisten, die halt sich mit diesem Thema befassen. Und da muss man halt wirklich das Ganze ein bisschen differenzieren, denn an erster Stelle ist das leider halt nicht so positiv, denn Vertriebler, was machen Vertriebler? Vertriebler bringen Umsatz, Umsatz bedeutet halt Gewinn und das bedeutet natürlich kurzfristig für den Aktienkurs, dass das Ganze sehr, sehr bullisch ist. Haben wir jetzt leider aber nicht, denn es wurden hauptsächlich halt Techies reingeholt, also Softwareleute, die sich wirklich mit dieser Materie auskennen, die Produkte noch weiter optimieren können, vielleicht Bugs fixen und so weiter und so fort. Das bedeutet natürlich kurzfristig jetzt nicht so viel Positives, aber dafür langfristig. Denn was ist am wichtigsten bei diesen ganzen Themen? Das sind halt die Leute, die dahinter stehen, die Leute, die das Ganze konstruieren. Denn es muss halt wirklich das Produkt Nummer 1 sein. Es muss alles miteinander zusammenpassen, damit man halt wirklich ein sehr, sehr starkes und stabiles Unternehmen, egal zu welchen Zeiten, konstruieren kann. Und daher denke ich, dass es ein wirklich sehr, sehr guter Schritt ist, hier nochmal aufzustocken, ein paar fähige Leute nochmal reinzuholen, damit man sich auch mit mehr Themen befassen kann, auch vor allem die Produkte noch ein bisschen besser optimieren kann für die ganzen Leute. Und ich denke, langfristig gesehen wird Palantir davon profitieren, werden wir aber natürlich noch sehen. Vor allem was das Thema Verwässerung angeht, wird das Ganze noch ein bisschen spannender werden, vor allem bei diesen Quartalszahlen, weil man ja ganz klar sagen muss, wenn jetzt auf einmal die Mitarbeiteranzahl noch weiter nach oben steigt, kann das sein, dass die Verwässerung wirklich aus den Rudern gerät. Das ist auch ein definitives Risiko, was wir hier im Auge behalten müssen.